Anonymous kämpft gegen Darknet-Verbrecher für unsere Kinder. Öffnet bitte die Augen und schaut nicht weg. Pedophiles of the world, we are anonymous. On behalf of every victim of child abuse, we have taken over this site. We have seized the server and copied the user data. Send it all to law enforcement, because you gratify yourself with images of children. Because... So, generell die Strafen, was diese ganze Pedo-Geschichten angeht, in Deutschland sind teilweise lächerlich. Ich will, dass auch junge Leute, jeder soll das wissen, weil du kannst die Kinder nur beschützen, wenn du das Bewusstsein für diese Themen hast. Und wenn du davon noch nie gehört hast, ja, Digga, dann geht das unter. Und dann macht sich keiner dafür stark, weißt du? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Es kann auch sein, dass wir auf dem Hauptkanal sind. Ich muss das Highlights weglassen. Nächstes Mal. Auf jeden Fall ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Anonymous kämpft gegen Darknet-Verbrecher für unsere Kinder. Das ist ein wichtiges Video. Das ist ein unangenehmes Thema. Das ist ein Thema, mit dem sich nicht viele sich trauen, damit zu beschäftigen. Umso wichtiger ist es, dass wir dafür auf jeden Fall Bewusstsein schaffen. Denn es geht um die Kids. Und das ist eine Sache, die muss man supporten, meiner Meinung nach. Gerade weil Kinder schwach sind und weil Kinder keine Lobby haben und sich oft halt nicht selber ja ein Gehör verschaffen können. Und deswegen müssen wir das als Erwachsene tun und für die Kids einstehen. Deswegen gehen wir da jetzt rein ins Video. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und werdet gerne auch Mitglied. I love you. Das wird jetzt ein bisschen harter Tobak in Anführungszeichen, aber auch wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich liebe euch. Peter geht los. Und los. Moin Leute, in unserem heutigen Video berichte ich euch von unterschiedlichsten Aktionen, welche gegen CP-Nutzer im Internet durchgeführt wurden. Sollte euch das Thema CP triggern, ist dieses Video nichts für euch. Ansonsten öffnet bitte die Augen und schaut nicht weg, denn solche Aktionen gehören unterstützt. Einer fragt, ist das Twitch-konform? I don't give a fuck, bro. Ist zu wichtig, um da zu fragen, ob das konform ist oder nicht. Die Schwächsten in unserer Gesellschaft müssen durch uns geschützt werden, denn sie können sich nicht selbst schützen. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich in diesem Video die Abkürzung CP verwende. Im Hintergrund blende ich euch ein, was dies zu bedeuten hat. Da dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieses Video vielen von euch vorgeschlagen wird. Der zweite Fall dieses Videos ist etwas länger, aber dafür gibt es auch Belege für konkrete Festnahmen. Also Leute, ab geht's. Die Anonymous-Aktion Operation Pedobam startete am 29. Juni 2024. Die CP-Nutzer sind kreativ und entwickeln immer neue Möglichkeiten, um sich gegen Angriffe auf ihren Plattformen und deren CP-Inhalten zu schützen. Die CP-Bilder und Videos in entsprechenden Foren werden in der Regel nicht direkt auf der jeweiligen Seite hochgeladen, sondern die CP-Nutzer verwenden File-Hoster, damit beim Offline-Gehen eines Forums das Bild- und Videomaterial weiterhin verfügbar ist, da diese lediglich die Links zu den Dateien bei den File-Hostern enthalten. Diese Arschlöcher. Sorry, aber da muss ich das manchmal... konnte ich mir jetzt auch nicht zurückhalten. Ich mag ihr Schimpfwörter nicht mehr, aber die kann man ruhig mal als Arschlöcher bezeichnen. Was sie sich für ein Eck dafür geben, so eine Scheiße durchzuziehen, echt. Was bedeutet CP? Hast du mitgekriegt jetzt gerade, oder nicht? Muss ich hier nicht nochmal erwähnen, oder? Ich würde es auch ungern aussprechen. Es geht auf jeden Fall um Kinder. Illegalen Inhalte werden teilweise bei File-Hostern im Darknet gespeichert. Jedoch sind die CP-Konsumenten auch derart dreist, solche Videos im Clearnet bei File-Hostern zu speichern, welche auch... Ich weiß auch nicht, wie ist denn das mit Strafmaß in Deutschland, wenn Leute erwischt werden mit sowas? Bekommen die da überhaupt richtige Strafen für? Ich glaube generell, die Strafen, was diese ganze Pedo-Geschichten angeht, in Deutschland sind teilweise lächerlich, was man da schon gehört hat. Ich finde halt, wenn man schon alleine mit solchen Sachen zu tun hat, ne, auch wenn das nur digital ist, aber du weißt ja, was da alles hinten dran steckt, dann da muss es eigentlich schon richtig heftige Konsequenzen geben. Aber man merkt ja immer wieder, wie Leute, die auch ansatzweise solche Dinge verbreiten und so, dann irgendwie trotzdem noch, weiß ich nicht, Digga. Die kriegen irgendwie, werden die immer beschützt auf eine gewisse Art und Weise, habe ich das Gefühl. Weißt du? Als ob die Justiz etc. pp. Da auch mit, so keine Ahnung, solche Leute beschützt, hat man das Gefühl, weißt du? Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Ganz normale Menschen wie wir tagtäglich für irgendwelche legalen Uploads nutzen. Im Darknet geht man mit diesem Thema jedoch deutlich klarer um. Und so gibt es zum Beispiel File-Hoster wie Pedobam, deren Namen schon erkennen lassen. Digga. What the fuck, bro? Was dort erlaubt ist. Anonymous hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen File-Hoster im Darknet zu attackieren.
Hierbei handelt es sich um den zuvor genannten Hoster Pedobam. Über Pedobam wurden jahrelang unverblümt CP-Bilder geteilt. Die Anbieter von Pedobam haben lange Zeit bewusst auf den Einsatz von JavaScript verzichtet, um die Nutzer der Plattform nicht zu gefährden. Wie Anonymous mitteilte, sind diese Zeiten jedoch vorbei und es wurde festgestellt, dass mittlerweile JavaScript eingesetzt wird und sogar versucht wird, eine Java-Anwendung nachzuladen, was geradezu einer Einladung zu einem Hack gleicht. Anonymous konnte die Kontrolle über die Seiten übernehmen und statt des File-Hosting-Services für CP-Nutzer fanden die Nutzer der Plattform auf der Website eine Videogrußbotschaft von Anonymous vor, welche wir uns hier einmal anschauen. Crazy. Wichtig? Pedophiles of the world, we are anonymous. On behalf of every victim of child abuse, we have taken over this site. We have seized the server and copied the user data. Sent it all to law enforcement. Because you gratify yourself with images of children. Because so. You trusted a clown of an administrator with evidence of your guilt. Your fate is sealed. And the admin made it easy. Cupidos. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Yeah. So, und jetzt ist die Frage halt, was die Regierungen, wenn die dann gemeldet werden, was dann passiert, weißt du? Und da passiert definitiv zu wenig. Das hatte gesessen. Ich hätte zu gerne Mäuschen gespielt, wenn die Nutzer diese Seite aufrufen, um dort illegale Inhalte hoch- oder herunterzuladen und sie dann dieses Video sehen. Da wird bei dem einen oder anderen die Atmung für 30 Sekunden ausgesetzt haben, denke ich mal. Sollte einer der Betroffenen hier zuschauen, das gönne ich euch vom ganzen Herzen. Wie in diesem Post eines aktiven Anonymous-Mitglieds auf X zu sehen ist, gibt es Bestrebungen, die Daten an diverse Sicherheitsbehörden zu übermitteln. Auf X gab es zunächst kein... Das ist so traurig, ne? Das ist ja auch der Grund, warum manche Leute zu Selbstjustiz greifen, weil die halt einfach merken, ja, okay, wir melden diese Leute, aber es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. So, weißt du, was ich meine? Eine Antwort von einer der Sicherheitsbehörden auf diesen Post. Wenn ich mir anschaue, auf was für einen kleinteiligen Mist das BKA auf X teilweise antwortet, würde ich mir wünschen, dass sie hierzu ebenfalls ein Statement abgegeben hätten. Ich hoffe... Gibt es erlaubte Waffen bzw. Mittel, mit denen man sich verteidigen kann? Okay, Kampfsport, Pfefferspray, Hinweis, wie sie sich bei Angriffen schützen können. Darauf antworten die aber auf solche Sachen nicht, oder was? Was im Hintergrund bereits kommuniziert wurde. Alles andere würde mich doch echt enttäuschen. In weiteren Posts von Anonymous ist zu lesen, dass es sich um unglaublich große Datenmengen handelt, welche abgegriffen werden konnten. Hoffen wir, dass diese auch ausgewertet und entsprechend verfolgt werden. Doch hier war noch nicht Schluss. Anonymous gelang es zusätzlich zum eigentlichen Ziel, auch die Link-Austausch-Plattform Yet Another Topic Link zu übernehmen. Hier wurden zwar keine CP-Bild- oder Videodateien hochgeladen, jedoch Linksammlungen mit entsprechenden Links zu Pedobam und so weiter. Auch auf dieser Plattform veröffentlichte Anonymous das Video-Statement. Bis dato ist nicht bekannt, ob Anonymous auch dafür verantwortlich ist, dass diverse andere Linksammlungen und CP-Chats offline sind oder ob die Betreiber die Plattform lieber offline genommen haben, um... Solche Hacker sind halt auch extrem wichtig, ne? Gerade im Darknet, wo das nicht richtig... Ja, wo keine Zensur stattfindet im Endeffekt, dass da Leute sich drum kümmern, so. Weißt du? Ich feiere Hacker sowieso extrem, um ehrlich zu sein. Weißt du? Es gibt doch diesen einen Film, wie heißt der Film nochmal? Ein deutscher Film mit Elias Mbarek. Ist ein krasser Film. So ein Hackerfilm. Mies. Nicht zum Ziel von Anonymous. Who am I? Genau. Wow. Digga, einer der krassesten Filme, die ich hier reingezogen habe, ne? Also das ist ein Film, ein deutscher Film, der auf Qualität von das ist Army-Level-Shit. ...zu werden. Selbst das zweite Szenario wäre auf jeden Fall ein echter Erfolg. Und kommen wir zu Teil 2 dieses Videos, einem ganz anderen Fall. Wisst ihr, was David, Scott und Enrico gemeinsam haben? Sie sind absolut widerwärtig und schaden den Kleinsten in unserer Gesellschaft. Und wisst ihr, was David und Scott gemeinsam haben? Sie wurden dabei hops genommen. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, Malware ist böse? Ja, grundsätzlich stimme ich dieser Aussage auch zu, aber heute werden wir sehen, dass dies nicht immer der Fall ist. Infostealer ist eine Art von Schadsoftware, auch Malware genannt, die darauf ausgelegt ist, sensible Informationen von infizierten Systemen zu stehlen. Diese Informationen können unter anderem Passwörter, Kreditkarteninformationen, Bankdaten, Browserdaten und weitere vertrauliche Informationen sein.
Vielleicht wart ihr selbst einmal von... Ich verstehe die Gedanken der Selbstjustiz. Keine Ahnung, wie ich's gemacht hätte, wenn meinen Kindern sowas widerfahren wäre. Ja, Bro. Ja, Bro, ich verstehe das auch hundertprozentig. Hundertprozentig. Vor allen Dingen, aber wenn du weißt, guck mal, wenn wir wissen würden, dass die Behörden auch vernünftig mit den Sachen umgehen würden und wirklich auch heftige Strafen folgen würden, ne? Und dass diese Leute auch halt wirklich hart rangenommen werden, dann ist es auch wieder was anderes. Aber wenn du dann noch zusätzlich dazu weißt, wie die Behörden teilweise solche Leute auf Bewährung rauslassen und so. Solchen Datendiebstahl betroffen und habe dadurch Schaden genommen. Ich kenne Fälle aus meinem Bekanntenkreis und kann sagen, das ist alles andere als lustig. Lustig ist es jedoch, wenn dadurch CP-Nutzer enttarnt werden. Heute werfen wir einen Blick auf eine Studie von Recorded Future, einem amerikanischen Unternehmen für Cybersicherheit. Recorded Future hat einen riesigen Fundus an über Malware gestohlenen Daten analysiert und geprüft, ob es darüber gelingt, CP-Nutzer zu identifizieren und welche Informationen sich aus den Daten ableiten lassen. Und so viel sei vorab gesagt. Die Ergebnisse sind mega spannend und es konnten unter anderem bereits zuvor verurteilte Sexualstraftäter... Deutschland ist ein Paradies für Kinderschänder, Carsten Stahl. Ist so. Ist krass. Es ist krass. Ist ja auch nicht, ist kein Wunder, dass wir so eine Sachen wie das Kentler-Experiment noch vor nicht so langer Zeit bei uns in Deutschland hatten, wo die Regierungen bewusst schwer erziehbare Kinder zu Pädophilen gegeben haben. So. Mit Absicht. Von der Regierung. Kein Wunder, dass wir auch immer noch so ein mildes Strafmaß haben, weil irgendwie scheint es so ein Ding von denen zu sein. Weißt du? Als Wiederholungstäter identifiziert werden. In der Regel nutzen die Täter die gewonnenen Daten anschließend, um Zugriff auf Plattformen oder Netzwerke zu erhalten, bei welchen sich die Opfer registriert haben. Des Weiteren werden die geklauten Daten oftmals auf ClearNet oder Darknet-Seiten zum Kauf angeboten. Also auch an den Orten, wo sich die CP-Nutzer gerne rumtreiben. Die aus 2015 stammende Studie The Tor Darknet von Gareth Owen und Nick Savage ermittelte, dass circa zwei... Habt ihr schon geschrieben, ein Jahr mit 3 Jahren Bewährung, kein Knast, nix bei knapp 900 CPs. Bro. Digga, das ist so krass. Und bis vor kurzem Carsten Stahl, der Bruder, den ich auch immer noch feier, Alter, der hat ja auch dafür gesorgt, dass so Leute nicht mehr irgendwann mit Kindern arbeiten können. Bis vor kurzem war es noch legal, für einen verurteilten Sexualstraftäter oder jemanden, der mit CPs erwischt wurde, nach der Bewährung dann quasi weiterhin mit Kindern zu arbeiten. Das musst du dir mal reinziehen. Das heißt, dieser Eintrag in der Akte hat sich gelöscht nach ein paar Jahren und dann konnten die wieder mit Kindern zusammenarbeiten, in Kindergärten, in Sportvereinen, was auch immer so. Das musst du dir mal reinziehen. Da muss so ein Carsten Stahl um die Ecke kommen und sich darum kümmern, dass dieses Gesetz endlich verändert wird. Oder den Verbot von Kinderspuppen und so eine Scheiße. Bro, das war alles legal. Also es wurde nicht verfolgt. So. Und dann gibt es noch so ein Handbuch und so. Das krank. Krank. 80% aller Darknet-Seiten einen Bezug zu CP-Inhalten haben. Wobei wiederum 80% der Darknet-Aufrufe auf Webseiten verweisen, welche einen Bezug zu CP-Inhalten haben. Also ein echtes Problem. Die so positive Anonymität im Darknet wird missbraucht von Leuten, mit denen wir absolut nichts zu tun haben wollen. Um diese CP-Seiten zu nutzen, bedarf es oftmals einer Einladung von aktiven Mitgliedern der Seite. Ein klares Zeichen dafür, dass es sich in der Regel um gut vernetzte Personen handelt, welche keineswegs ihrer Krankheit schambehaftet. Und wenn du Promi bist, wirst du beschützt. Was ist mit Metzelder eigentlich? 10 Monate auf Bewährung, geisteskrank. Bei dem haben die CPs gefunden auf dem Laptop, ne? In vollkommener Anonymität nachgehen. Ich glaube, jeder von uns, der mal in einem Chat auf eine solche Person getroffen ist, kann bestätigen, dass die Art und Weise, wie diese Menschen im Darknet über ihre Neigung kommunizieren, einfach nur widerwärtig. Einer schreibt, Carsten ist hochgradiger Narzisst und ganz üblen Geltungsdrang, der auch schon mit ganz krumm angeblichen
Orgas gearbeitet hat. Bro, du kannst sagen, was du willst. Keiner hat sich in Deutschland so krass für die Kinder eingesetzt wie Carsten Stahl, Bro. Da kannst du dir so viel aus dem Arsch ziehen, wie du willst. Ja, der ist Selbstdarstellerisch, der schreit immer rum, der lässt die anderen Leute nicht reden und so. Vielleicht musst du so ein unangenehmer Charakter sein, damit du das Thema überhaupt darauf aufmerksam machst. So. Aber du kannst diese Gesetze, die der Bruder verändert hat, das kannst du ihm nicht wegnehmen, das kannst du auch nicht kleinreden, so. Dass überhaupt jemand versucht, das zu relativieren und zu sagen, ja, aber der ist ein Narzisst und der ist dies, der ist das und der ist so, der ist so. Was hast du gemacht für die Kinder in unserem Land? Was hast du gemacht? Wie hast du dich eingesetzt? So. Welche Gesetze hast du verändert? Sag's mir. Ist. Glücklicherweise konnte in einer weiteren Studie aus dem Jahr 2023 erwiesen werden, dass es den Website-Administratoren der CP-Plattform in den meisten Fällen an technischen Kenntnissen mangelte. So konnte beispielsweise 2015 der Betreiber einer der größten CP-Plattformen durch das FBI als ein Einwohner in Naples in Florida identifiziert werden, da er versehentlich seine IP-Adresse preisgegeben hatte. Die Seite war 2 Jahre aktiv, hatte über 215.000 Mitglieder und verfügte über 23.000 Bilder und Videos von absolut widerwärtigem Inhalt, also CP. Vielen Dank an dieser Stelle an diesen. Kannst du immer, du kannst Kinder aus einem brennenden Haus retten. Ein Haus brennt und du rennst hoch und du rettest 5 Kinder auf dem Arm. Ich komm da raus auf dem Arm. Oberkörperfrei. Und dann, da gibt's ein Video von. Dann würde in den Kommentar stehen, Digga, warum muss der sich immer so, der ist doch ein Narzisst, warum oberkörperfrei immer und so. So läuft es bei uns halt, weißt du? Da ist immer irgendwas gefällt den Leuten immer nicht und dann ziehen sie sich irgendwas aus dem Arsch, um irgendjemanden schlecht zu reden, obwohl er was Gutes getan hat. Anstatt erstmal das zu appreciaten, wenn du was Gutes getan hast, Digi, weißt du? Und das ist doch das Wichtige. Was hat der wirklich getan? Was hast du bewegt? Und was hast du bewegt? So. Wir sind nicht hier, um andere zu verurteilen oder über andere zu urteilen. Wir können gucken, was haben die erlebt? Was haben die durchgemacht? Was haben die verändert? Okay, das, krass. Okay, die gefallen vielleicht ein paar Facetten an seiner Art und Weise nicht und so. Das ist auch okay. Aber das, was er getan hat, steht oben drüber. Von Administrator. Worauf ich an dieser Stelle hinaus möchte, Personen, welche technisch nicht versiert sind, aber solch illegale Aktivitäten nachgehen, sind auch anfällig für Malware-Angriffe. Ein weiteres Argument für die Sicherheitsbehörden, diese Daten genauer unter die Lupe zu nehmen. Recorded Future hat also die Infostealer-Daten analysiert. Hierzu haben sie eine Liste der bekanntesten CP-Plattformen erstellt und nach Nutzern in den Daten gesucht, welche über Zugangsdaten zu diesen Seiten verfügten. Sämtliche zusätzliche Informationen wie beispielsweise das Herkunftsland oder die Browserhistorie haben sie genutzt, um Überschneidungen zu ermitteln und gegebenenfalls Trends zu erkennen. In dieser Übersicht seht ihr die CP-Seiten mit der Anzahl an Zugängen, die aus den Datensätzen ermittelt werden konnten. Selbstverständlich blurre ich die Namen, da niemand von uns jemals eine dieser Seiten besuchen sollte, auch nicht um dort zu trollen oder CP-Nutzer hochzunehmen, tut das auf keinen Fall. Bei den Seiten handelt es sich um Foren, Image-Sharing-Dienste oder Video-Streaming-Plattformen. Einige der Seiten stellen nicht nur den Missbrauch dar, sondern gehen bis ins Bodenlose und stellen Inhalte mit dem Schwerpunkt von schwerster körperlicher Gewalt zur Erregung der CP-Nutzer dar. Das ist so crazy, Bro. Das ist so crazy, Bro. Und das passiert jeden Tag, Bruderherz. Auf der ganzen Welt verschwinden Kinder einfach so. Und denen wird irgendwas angetan, Digga, weißt du? Das ist so sad. Die Studie ergab, dass die meisten Nutzer aus Brasilien, Indien und den Vereinigten Staaten stammten. Wobei zu berücksichtigen ist, dass dies gegebenenfalls daraus resultiert, dass die herangezogenen Datensätze meist Malware-Opfer aus dieser Region waren. In der rechten Spalte werden die Länder normalisiert dargestellt. Heißt, es wird berücksichtigt, wie viele Personen aus diesen Ländern in den Malware-Datensätzen enthalten waren und in welchem Verhältnis diese derartige Plattform benutzt haben. In dieser Heatmap sehen wir die Verteilung auf sämtliche Länder dieser Welt, soweit Daten vorlagen. Je dunkler, desto höher die Anzahl der Nutzer. Je heller, desto geringer die Anzahl der Nutzer. Hier bin ich mal froh, Deutschland nicht ganz vorne mit dabei zu sehen. Aber das mag, wie gesagt, auch an den Daten liegen. Grundsätzlich gilt, dass Infostealer noch sehr gut eingesetzt werden können, um Crypto-Wallets, zum Beispiel auf Crypto-Börsen, zu identifizieren. Hierüber kommt man relativ einfach an die echten Namen von Tätern, wenn man eine Sicherheitsbehörde ist. Eigentlich sollte es sich bei der durch Recorded Future durchgeführten Analyse lediglich um eine Studie handeln. Nicht aufregen, Leon. Meinung haben alle. Was tun? Tun die wenigsten. I know.
Ich reg mich da auf, weil es geht um unsere Kinder, Digga, und jemand versucht irgendwie zu relativieren, was ein anderer Mensch für unsere Kids getan hat, so, und zu sagen, das ist ein schlechter Mensch. Man sollte nämlich zuhören. Ist egal, was du denkst oder nicht denkst. Jeder soll das denken, was er amazing findet. Jeder soll das machen, was er amazing findet. Aber du kannst einem Typen, der was getan hat, was verändert hat, das kannst du ja nicht wegnehmen. Die Veränderungen haben stattgefunden. So. Die sind wirklich so, das ist im Gesetz drin. Jetzt. So. Das kannst du dem nicht wegnehmen. Deswegen. Ja, Digga. I don't know, bro. Und ich habe diese Diskussion sogar letztens erst gehabt, doch auf einem Familientreffen mit meinem Onkel und mit meinem Großcousin. Und mein Onkel war auch am Anfang, hat gesagt, ah, Carsten und so, dies, das. Und dann habe ich gesagt, zieh dir mal das Interview rein. 2 Stunden noch was bei mir auf dem Kanal. Ne? Ich habe ja ein Interview gemacht mit Carsten Stahl. Dann hat er sich das Interview reingezogen bis zum Ende und hat seine Meinung komplett verändert. Komplett. Es hat sich einfach gedreht. Und nicht, weil er den Typen auf einmal geil findet, sondern weil er ein normaler, so jemand, der nicht von seinen Emotionen geleitet ist oder von seinem Ego, der kann zwischen den Zeilen beziehungsweise da durchschauen und kann da rauslesen, was hat der Typ verändert. So. Und wenn du das verstanden hast, dann bringst du auch nichts mehr gegen den Charakter zu sein oder warum der so redet oder wie der aussieht oder warum der schreit und so. Weil du hast dann schon verstanden, was der verändert hat. So. Und dann hat er seine Meinung komplett geändert. Und wir können gerne darüber diskutieren. Der redet so, der macht dies, der macht das. Aber diese Veränderungen, die sind passiert. Doch die Auswertungen verliefen derart erfolgreich, dass es gelang, 141 Personen zu ermitteln. Selbstverständlich wurden die Ergebnisse an die Sicherheitsbehörden der jeweiligen Länder übermittelt. Recorded Future gibt uns die Möglichkeit, 3 ermittelte Personen genauer unter die Lupe. Ich muss da nochmal drauf eingehen, weil es gab so einen Charakter vorher nicht in Deutschland, der so krass auf diese Missstände aufmerksam gemacht hat. So. Die meisten Leute hatten das gar nicht in ihrem Bewusstsein drin, was mit Kindern passiert in unserem Land, was für Gesetze es gibt, dass es das Kentler-Experiment gab. Dass die da bis in die politischen Reihen einfach versaute Menschen sind, die einfach Kinder zu Pädophilen gegeben haben und so. Das war den Leuten gar nicht richtig bewusst, wie viele Kinderaufrufe wir in Deutschland haben, wie die Strafen für Pädophile sind. Diese ganze Scheiße wussten die Leute nicht. Wussten die nicht. Und deswegen habe ich auch gesagt, der muss in den Comments Café kommen. Egal, wie unangenehm das Thema ist oder nicht, ich will, dass auch junge Leute, jeder soll das wissen, weil du kannst die Kinder nur beschützen, wenn du das Bewusstsein für diese Themen hast. Und wenn du davon noch nie gehört hast, ja, Digga, dann geht das unter. Und dann macht sich keiner dafür stark, weißt du? Zu nehmen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Daten zu den CP-Nutzern ermittelt werden konnten. Die erste Person, die wir hier sehen, nennen wir mal David. David verfügte über Accounts auf 4 CP-Seiten. In den Infostealer-Daten ist zu sehen, dass David über 2 Gmail-Accounts verfügte. Glücklicherweise hinterlegte der Gute auf einer Social-Media-Plattform namens V-Kontakte auch seine Telefonnummer. David nutzte des Weiteren die Krass, die haben den mies gehackt. Den Kelp. Profilfunktion seines Google Chrome-Browsers und offenbarte dadurch seinen echten Namen, seine physische Adresse in Cleveland, Ohio und auch hier seine Telefonnummer. Des Weiteren wurden Social Media, Versicherungs-, Telekommunikations- und Banking-Daten von ihm abgegriffen. Über die Suche nach seinem Echtnamen konnte Recorded Future herausfinden, dass David bereits zuvor im Rahmen einer Ermittlung gegen CP-Straftäter in Cleveland festgenommen wurde. Crazy, guck mal. Und daraus resultierend seit 2010 im Register für CP-Straftäter hinterlegt ist. Wie unglaublich wichtig war diese Entdeckung bitte? Dieser Mensch hat bereits 2010 Straftaten im Zusammenhang mit einem 14-jährigen Mädchen begangen und scheint weiterhin nicht geläutert. Hier wurde mit Sicherheit Schlimmeres verhindert. Unseren zweiten Fall nennen wir Scott. In den Infostealer-Daten zu Scott konnte festgestellt werden, dass Scott bei insgesamt 9 CP-Seiten registriert war. Neben seinen E-Mail-Adressen konnte dank der Autofill-Funktion des... Yo, jetzt kommt er mit der rechten Karte, Digga, und so, Digga. Scheiß auf dich, Bro. Sag ich dir ehrlich. Jo, Bruder, das ist. Leute, wird es immer geben, weißt du? Als ob das mich juckt das nicht. I don't give a fuck, Bro, welche Partei der supportet oder nicht. Jeder Mensch, der sich für die Kinder einsetzt, der kriegt meine Liebe für das Thema. Jeder Mensch, der sich in unserem Land oder auf der ganzen Welt dafür einsetzt, dass Kinder nicht mehr vergewaltigt werden, dass keine Kinder mehr gibt, dass Kinder nicht verschwinden, der kriegt von mir für das Thema Liebe. So, bei dem Thema hat er von mir Liebe, weil das ist, Kinder ist das Wichtigste von unserer Welt, Bro. Das ist die Zukunft von unserer Welt. Da willst du mir jetzt sagen, weil der jetzt AfD supportet, juckt das nicht. Ja, sind ein paar mehr viele im Knast jetzt und so.
laufen nicht mehr frei rum und so. Kinderpuppen sind verboten. Aber der wählt AfD, deswegen kann man auch wieder erlauben. Scheiß drauf, bringt nichts. Was für eine Logik? Was ist das für eine Logik, Digi? Google Chrome Browsers, auch hier der echte Name, seine Anschrift und Telefonnummer ermittelt werden. Neben diversen Social Media Accounts gelang man an seine Zugänge auf Technologie- und Datingseiten. Besonders erschreckend an Scotts Fall ist, dass er sich ehrenamtlich in Kinderkrankenhäusern seiner Gemeinde engagierte. Das finde ich echt unfassbar. Scotts Vorstrafen beschränkten sich zwar lediglich auf einen Ladendiebstahl, aber seine Neigung war klar. Auch wenn Scott vorher nicht als CP-Täter in Erscheinung getreten ist, das Potenzial dazu war definitiv da. Hoffen wir, dass er sich während seiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Kinderkrankenhaus unter Kontrolle hatte. Die Daten seiner ehrenamtliche Tätigkeit im Kinderkrankenhaus, yo. Google-Suchanfragen, welche ebenfalls abgegriffen werden konnten, ließen außerdem vermuten, dass Scott als Vormund eines Kindes eingesetzt wurde. Und ganz ehrlich, ich mag mir gar nicht ausmalen, welches Leid ein Kind möglicherweise bereits erfahren hat, wenn es auf einen Vormund angewiesen ist. Und dann gerät es an eine solche Person. Einfach unfassbar. Scott suchte außerdem bei Google nach, wie viel Geld bekomme ich als Arbeitsloser mit einem Kind. Braucht die Information, glaube ich, nicht nochmal zusammentragen. Ihr dürftet auch so verstehen, um was für einen Menschen es sich bei Scott handelt. Auch Scott wurde den Sicherheitsbehörden gemeldet. Unseren dritten und letzten Fall nennen wir Enrico. Enrico konnten Accounts auf 6 CP-Plattformen zugeordnet werden. Bei Enrico scheint es sich um einen Krypto-Enthusiasten zu handeln. Es konnten die Zugangsdaten zu mehreren Accounts auf entsprechenden Plattformen wie Binance abgegriffen werden. In diesem Fall wurden außerdem 2 Ethereum-Adressen, eine Kryptowährung, aus den Daten extrahiert. Die Adresse von Enrico konnte nicht exakt ermittelt werden, aber es konnte eingegrenzt werden, dass er vermutlich aus Venezuela agierte. Auch der Echtname von Enrico konnte dank der Google Chrome Autofill-Funktion erneut ermittelt werden. Leider reichten die vorhandenen Informationen in diesem Fall nicht aus, um Enrico zweifelsfrei zu identifizieren. Jedoch wurden auch diese Daten an die Sicherheitsbehörden übermittelt, welche mit Hilfe der Accounts auf den Krypto-Plattformen möglicherweise eine Identifizierung vornehmen können. Spannend am Fall von Enrico ist, dass hier auch identifiziert werden konnte, dass er den Desktop-Client des File-Sharing-Services Mega installiert hatte. Die Analyse der gesamten Daten ergab, dass die CP-Community vermehrt auf Mega als File-Sharing-Hoster zurückgreift, also die CP-Bilder und Videos unverblümt im Clear Web hochlädt. Die dazugehörigen Download-Links werden anschließend auf den einschlägigen CP-Seiten im Darknet geteilt. Mega selbst teilte in einem selbstveröffentlichten Transparency Report mit, dass in den Jahren 2022 und 2023 zwischen 6% und 10% der Fälle CP-Content auf deren Server hochgeladen wurde. Allein im dritten Quartal 2022 löschte Mega 25.000 solcher Links von ihrer Webseite. Malware ist scheiße, ja. Zumindest, wenn es die Falschen trifft. Was meist der Fall ist. An den heutigen Fällen haben wir jedoch gesehen, wie man solche Datenleaks positiv nutzen kann. Infostealer-Logs sind eine wichtige Datenquelle bei der Bekämpfung von CP-Nutzern. Als Abschluss noch eine kurze Bitte an euch. Werdet nicht selbst aktiv und kommt auf die Idee, solche Daten herunterzuladen und zu durchsuchen. Im zuvor beschriebenen Szenario mag das sehr ehrenhaft von euch sein, aber ihr macht euch damit einfach strafbar und so landen am Ende die Falschen auf der Anklagebank. Das muss nicht sein. Ja Leute, sollte euch das Video gefallen haben, Nur wenn du ein mieser Hacker bist, sage ich dir ehrlich. Wenn du ein mieser Hacker bist, dann... Wenn ich ein mieser Hacker werde, ich würde sowas machen, auf jeden Fall. Mich wie immer überlassen. Natürlich keine Empfehlung an irgendjemanden so, aber wenn ich ein mieser Hacker werde, dann würde ich das machen. Like, Abo, Kommentar, da ihr damit den Algorithmus pusht und das Video breiter geteilt wird. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ist cool, Digga, Kevin, ist cool. Mach deinen Job, Bruder. Wenn du es fühlst, dann fühlst du es. I trust you. Yes, Freunde, das war ein emotionales Thema. Zwischendurch hat mich jemand im Chat auch ein bisschen getriggert, so. Da musste ich auf jeden Fall meinen Senf abgeben und den Bruder Carsten da so ein bisschen in Schutz nehmen. Weil, ja, ich hab's ja schon während dem Video auch gesagt, es ist mir egal, ob ihr nicht mögt, wie der redet oder was der tut, aber das, was er getan hat in dem Bereich, das kannst du ihm nicht absprechen. Und deswegen lieber an Carsten Stahl, lieber auch an alle, die zu dem Thema aufklären und die auch den Mut haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dafür Bewusstsein zu schaffen und die Themen anzusprechen, auch wenn es unangenehm ist. Mir fällt es auch nicht leicht, immer mal wieder diese Themen hier mit reinzunehmen, weil es sehr emotional ist und das nimmt einen natürlich auch mit, aber ist trotzdem wichtig. Deswegen, ich liebe euch, meine lieben Freunde. Ja, Alter, lasst mal eure Gedanken dazu unten in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Bis dahin. Peace out. Gang.